Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video bei Günthers Hörspielstube. Ich glaube vielleicht das erste nicht direkte Hörspielvideo, seitdem der Kanal umbenannt wurde, außer es kam eine Reaction, aber egal, falsches Thema. Heute gucken wir uns nämlich an. Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg ist zu Ende nach 77 langen Kapiteln und ihr habt für eure Lieblingscharaktere gewotet. Ich werde das Ganze ähnlich angehen wie damals, als wir das Ganze für die erste Staffel der Walross Edition gemacht haben, mit einem Unterschied. Damals hatte ich nämlich meine eigene Top 3. Was ich geschätzt habe, ist eure Top 3 und letztlich, was ihr gewotet habt als eure Top 3. Diesmal machen wir das nicht ganz identisch, weil meine eigene Meinung werde ich nicht direkt hier im Video so mitteilen, sondern habe ich einfach indirekt, indem ich selber meinen Vote bei der Abstimmung mit reingebracht habe. Ich kann so viel sagen, viel geändert hat mein Vote definitiv nicht. Und es waren auch nicht unbedingt so. Ich will nichts vorweggreifen, also. Wir haben... Wie beginne ich das Ganze am besten spannend? Ich möchte kurz alle Charaktere aufzählen, die es nicht in die Top 3 in eurem Voting geschafft haben. Nevermind, lasst uns beginnen mit dem, was ich geschätzt habe, wie ihr votet. Das ist vermutlich etwas interessanter. Meine Schätzungen waren, ich habe das Ganze schon eine Weile hergemacht. Ich gehe das Ganze von Platz 3 bis 1 hoch und erkläre euch, warum ich dachte, ihr mögt diese Charaktere. Auf Platz 3 habe ich so ein bisschen einen Pick genommen, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob ihr ihn tatsächlich so mögt. Aber gerade weil es etwas mehr ein Underdog-Charakter ist, habe ich Monagoras als meine Schätzung auf eure Platz 3 gepackt. Weil, ja, ich dachte einfach, es ist ein Charakter, dessen Wandel im Verlauf der Geschichte vielen von euch relativ gut gefallen könnte. Wie wahr meine Einschätzungen geworden sind, werde ich jetzt logischerweise noch nicht sagen. Ich sehe gerade, ich habe eventuell bei der Auswertung was falsch gemacht. Ah, okay, jetzt ist aber... Jetzt ist es korrigiert, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Auf Platz 2 habe ich ganz basic, ganz simpel, bei euch Aurora gesetzt, weil sie ist die Hauptcharakterin. Ich behaupte jetzt zumindest aus meiner Sicht, ist jetzt kein schlechter Charakter, auch wenn ich sie nicht in meiner persönlichen Top 3 hatte. Ein bisschen werde ich auf meine eigene doch eingehen. Ich dachte aber einfach, entweder findet ihr den Charakter tatsächlich gut, oder es gibt Leute, die nicht wissen, was sie voten sollen und als erstes einfach an die Hauptcharakterin denken und deshalb Aurora voten. Ich könnte es mir vorstellen. Und Platz 1, ich habe mir angeguckt, wie bei der Walross-Edition die Votings genau nochmal abliefen. Und ich habe gesehen, ja, es gab eine Sache, die sehr consistent in diesen Votings war. Und zwar war das in meiner eigenen Meinung und eurer Meinung, auch wenn ich das damals nicht selber geschätzt hatte... Darkrai war mit Abstand der beliebteste Charakter der Walross-Edition. Und ich dachte, okay, ihr mögt eure Antagonisten, die so ein bisschen zwiespältig sind. In meinen eigenen Augen ist Epsilon schon eine meiner besten Antagonistinnen. Vielleicht die beste.
Ein bisschen was liegt auch noch an den Spezialepisoden, die ihr noch nicht kennt zu diesem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall habe ich Epsilon auf Platz 1 gesetzt, weil ihr mögt eure Antagonisten, war so mein Gedankengang. Es gibt natürlich einige Charaktere auch, die letztlich wegfallen mussten, ohne irgendeine einzige Stimme. Deswegen möchte ich schon mal allen ein bisschen Ehre geben, die überhaupt von jemandem gewählt wurden. Das Punktesystem war simpel, ich habe euch nach euren Top 3 gefragt und nach Begründungen, weil hat mich interessiert. Ein erster Platz gibt 3 Punkte, ein zweiter Platz 2, ein dritter Platz 1. Gleichermaßen habe ich Charaktere nicht gezählt, die so irrelevant sind, dass ich nicht weiß, warum überhaupt jemand sie gewählt hat. Wir hatten 2 Charaktere, die auf 1 gewotet wurden von Leuten, die nicht einmal eine Sprechrolle in diesem Hörspiel hatten. Das ignoriere ich einfach ein bisschen so, muss ich sagen, weil es macht wenig Sinn. Und zwar haben wir auf dem letzten Platz der Pokémon, die ein Vote bekommen haben, Darkrai, Teil der Plot-Elite, Teil von Team Nordica. Und dieser Charakter hat einen Vote für den dritten Platz von jemandem bekommen. Ich kann die Begründung leider nicht so gut angucken, weil sie hier nicht danach sortiert sind zu, wer was davor gewotet hat. Das heißt, ich sehe die Begründungen, aber ich sehe nicht, für wen diese Begründung unbedingt ist. Auch wenn einige natürlich dabei stehen. Am ehesten ist es wahrscheinlich die Begründung, dass Darkrai einfach ein guter Stratege ist. Zumindest macht das von den Beschreibungen. Ja, von den Beschreibungen macht es mit Abstand am meisten Sinn. Darkrai als strategischer Kämpfer, ein bisschen zwiespältig. Der zwiespältigste richtige Teil der Plot-Elite, wie ich sagen würde. Ich meine, Spoiler obviously für das Hörspiel. Mashadow kann man sich jetzt streiten, ob man den überhaupt effektiv zur Plot-Elite zählt da. Es gibt auch einen einzigen, der mit 2 Votes aus dem Ganzen herausgegangen ist und damit nun etwas besser geworden ist. Und das ist ein zweiter Platzvote, den jemand für Seraora abgegeben hat. Ich guck gerade wieder. Ja. Seraora ist ein Charakter, bei dem, wer auch immer ihn hier gewählt hat, lange die Vermutung bestand, dass er Epsilon sein könnte, was logischerweise eine Fährte ist, die ich sehr eindeutig bewusst gelegt habe. Weil ich wollte einfach so ein bisschen natürlich auch, dass zu verschiedenen Charakteren hingedeutet wird. Hauptsächlich Monagoras und Seraora, damit es letztendlich ein völlig anderer Charakter werden kann. Ein bisschen mehr über sowas werde ich in einem anderen Video reden, in dem ich über verworfene Story Acts und solche Dinge von Plotkrieg rede. Deswegen, Seraora, ein ziemliches Arschloch hatte man am Anfang wahrscheinlich das Gefühl, aber wenn man den Charakter ein bisschen mehr kennengelernt hat, ist er extrem kompetitiv, aber sonst wirklich was Schlechtes tut er ja nicht. Er wird natürlich in ein sehr schlechtes Licht gerückt, da sehr viel Fokus auf ihm liegt. Und deswegen ist er über lange Zeit in einem schlechten Licht, ohne wirklich was dafür zu können. Es gibt 2 Charaktere, die sich mit 3 Punkten abfinden mussten. Interessanterweise, beide wurden einmal nur gewählt, aber als erster Platz. Und zwar haben wir einmal Amagaga, der einfach ein genialer Wissenschaftler ist. Okay,
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die wirkliche Begründung ist, aber Amagaga, ich hoffe zumindest war das der Plan, einer der unvorhersehbareren Twists, natürlich nur bis zum Punkt spätestens, als so Monagoras festgesetzt wurde, da sollte man dann auch schon langsam drauf kommen. Aber ich behaupte, Amagaga war nicht unbedingt der Charakter, den am Anfang die meisten so im Blick hatten. Außer meinem Bruder, das weiß ich, aber bei meinem Bruder ist es auch so, wenn ich ihm sage, ein Charakter ist gut, glaubt er, er ist böse und andersrum. Punkt. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Es gab im Prinzip noch nie ein Gegenbeispiel. Ja. Deswegen. Amagaga hat auf jeden Fall eine gewisse Charakterwendung bekommen, als er letztlich offenbart wurde. Dann ein Charakter, bei dem ich absolut nicht wusste, auch mit 3 Punkten, wie er aufgenommen werden würde. Der Autor, also ich selber. Das Konzept von Plotkrieg als eine Geschichte und mich als Autorin wirklich in diese Geschichte einzubauen, war wirklich einer der ersten Grundsätze, die ich mir überhaupt ausgedacht habe von der Geschichte. Und es war auch wirklich etwas... Boah. Es war etwas, was nicht so einfach umzusetzen war anfangs. Aber letztlich hat es geklappt. Behaupte ich relativ gut. Immerhin hat jemand diesen Charakter auf die 1 gesetzt. Auch wenn ich sehe, warum nicht mehr Leute den Autor wirklich mochten. Weil die Rolle, die er eingenommen hat, nicht unbedingt die tollste war. Dann haben wir als nächstes in der Liste, wir haben niemanden mit 4 Punkten. Aber wir haben mit 5 Punkten, wenn ich das richtig sehe, den letzten Charakter, der Votes bekommen hat, allerdings nicht in die Top-Liste mit eingegangen ist. Nicht in die Lüge. Es ist der vorletzte Charakter, der nicht in den Top 3 ist, obwohl er Votes bekommen hat. Ich habe mir lediglich einen als Honorable Mention zurückgehalten. Und zwar haben wir hier Monagoras, den ich auf Platz 3 eurer Liste gesetzt hatte. So beliebt war er dann letztlich doch nicht bei euch. Eine Erstplatzierung, eine Zweitplatzierung. Die Richtung, die ich hier gesehen habe, ist relativ ähnlich, wie es auch bei Seraora war. Hier habe ich einen Text, der ist definitiv zu Monagoras. Seine Entwicklung vom verdächtigen Mitglied der Plot-Elite bis hin zu dem, der durch Kell befreit wurde und Aurora rettet. Warte, das ist doch nicht Monagoras, oder? Ah, doch, doch, ich habe gerade... Ein bisschen, ja, kann man sich natürlich streiten, inwiefern das tatsächlich so ist, weil das war ja im schlechten Ende, was eher eine Art Vision. Auf jeden Fall haben wir Monagoras auf diesem Platz, der eben auch sehr viel schlechtes Licht bekommen hat, gerade am Anfang der Geschichte. Was eventuell auch daran lag, dass ich noch bis relativ weit im Schreibprozess vorhatte, Monagoras wirklich zum Antagonisten zu machen. Eine der Sachen, auf die ich mehr eingehen werde in dem Video über gestrichene Story-Arcs, von denen ich geredet habe. Und ja, dann gibt es noch jemanden, der Monagoras auf die 1 gesetzt hat mit ähnlichen Gründen. Ihm wird so viel vorgeworfen... Doch... Ich habe gerade kurz überlegt, ob das Seraora ist, aber nein. Weil es eben relativ ähnlich ist. Ihm wurde so viel vorgeworfen, er wurde eingesperrt und als Epsilon bezeichnet. Und trotzdem blieb er weiterhin auf der Seite des Guten und bekämpfte seinen besten Freund Amagaga.
Ja, im Prinzip genau, was ich bereits gesagt habe. Und damit, weil ich die Honorable Mention noch ein bisschen zurückhalte, einfach weil ich's kann, beginnt die Top 3. Und mit ihr brechen all meine Hoffnungen, dass meine Liste tatsächlich gut war, die ich über eure Schätzungen gemacht habe. Monagoras ist bereits raus, als Vorletzter, der nicht auf der Liste ist. Auf Platz 3 teilen sich Aurora und Epsilon die Position mit jeweils 10 Punkten. Beide Charaktere, die ich bei euch höher gesetzt habe. Das große Problem, was ich vor allem sehe für beide dieser Charaktere, war, dass sie ihre ersten Plätze nicht wirklich erhalten haben. Sowohl Epsilon als auch Aurora hatten eine einzige Erstplatzierung. Und zwar, ich will wieder gucken, was es hier alles gab. Ich erkenne aber ehrlich gesagt absolut nicht, welches Pokémon hier welches ist. Es ist eines meiner Lieblings-Pokémon und die Geschichte zu ihr hat mir gefallen, ist wahrscheinlich eine der beiden Charaktere. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, welcher von beiden und die anderen Begründungen klingen alle nicht danach. Es gibt halt auch weniger Begründungen als Votes, wenn ich es richtig sehe. Aber ich vermute ein bisschen Antagonistenstil. Bei Epsilon kann ich tatsächlich ein paar Sachen noch raussuchen. Da sie auf dem zweiten Platz auch kaum Punkte abgesahnt hat, sie hat eine einzige Zweitplatzierung zugesprochen bekommen. Zumindest habe ich Zoroark als Epsilon zählen lassen in diesem Fall. In welcher steht? Das hier möchte ich auch wieder lesen. Sorry, dass es hier ein bisschen dauert, aber ich mache das hier einfach so ein bisschen on the fly und ich glaube, das ist auch. Ja. So. Ich schätze, Zoroark ist hier die Beschreibung. Diese ganzen Überraschungen in ihr finde ich cool. Das ist das gleiche wie bei Kell. Ja, Epsilon, ich behaupte immer noch. Also, vielleicht mit ganz viel Optimismus ab dem Relegationsbattle. Da kann man sich definitiv was denken, aber ich behaupte, vor dem Relegationsbattle gab es eigentlich niemanden. Oh. Ich glaube, ich habe gerade Auroras Text übrigens vorgelesen. Hier steht nämlich, es ist sehr überraschend, dass sie Epsilon ist. Ich glaube, das könnte zu Epsilon sein. Ja, ich behaupte immer noch, vor dem Relegationsbattle gab es nicht wirklich Leute, die irgendwie geahnt haben, dass Zoroark und Epsilon derselbe Charakter sind. Auch wieder mein Bruder in dem Fall hat das Argument gebracht, sie hat ja das Buch über Epsilon geschrieben, wie soll sie das denn machen? Ich meine, ja, aber es gäbe auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass sie Teil der Plot-Elite wäre. Zudem wird hier auch über Epsilon gesagt, sie hatte eine traurige Hintergrundgeschichte und auch eine gute Motivation, um Epsilon zu werden. Einerseits, ja, mir ist es sehr wichtig, Antagonisten sind für mich ein Herzstück von Stories. Ich versuche auch meine Antagonisten immer so gut wie möglich zu gestalten und ihnen auch wirkliche Motive zu geben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich moralisch sagen würde, sie hatte einen guten Grund, um Epsilon zu werden, so wie Epsilon gehandelt hat. Aber sie hat definitiv aus Gründen gehandelt, ob diese Gründe nun nachvollziehbar sind oder nicht. Bei Aurora habe ich, wie gesagt, ein Wort, der Vulpix hieß, hat zählen lassen. Sie hat drei Zweitplatzierungsstimmen hiermit bekommen. Eine davon habe ich bereits vorgelesen.
Ansonsten, ja, sehe ich hier keine wirklichen Begründungen, die so klingen. Aurora gibt niemals auf, definitiv wahr. Ich glaube ehrlich gesagt, es wäre auch keine so tolle Geschichte, wenn die Hauptcharakterin einfach sagt, ich lasse das jetzt bleiben. Ich sollte vielleicht nicht viel reden. Ich meine, ich will jetzt nicht groß was ankündigen, aber zumindest so reden, als würde er aufgeben, tut vielleicht der Hauptcharakter der Walross-Edition Staffel 2 oft genug. Was nicht heißt, dass er es macht, weil würde ich damit eine Story schreiben. Naja, Aurora eben, sie gibt wirklich nicht oft auf. Epsilon hat aber eben 4 Punkte auf Drittplatzierungen, nee, 5 Punkte auf Drittplatzierungen bekommen. Und da will ich jetzt gucken, hier steht doch bestimmt ein bisschen was. Ich meine, ja, die Geschichte von Epsilon hatten wir. Obwohl sie immer gesagt hat, dass sie ihre Kinder über alles hasste, bewies sie ihre Liebe für die beiden. Halbwegs. Ich weiß nicht, ob ich der Aussage so zustimme. Ja, Epsilon hat sich definitiv gerade in der Afterstory und im Epilog gewandelt. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich dem ganz so zustimme. Ihre Motive steht hier einfach nochmal. Sie war, meiner Meinung nach war sie eine sehr gute und tiefgründige Antagonistin. Genau das meine ich ja. Das ist genau das, was ich versuche so zu machen. Antagonisten sind für mich wirklich einfach ein Herzstück. Merkt man vielleicht, ich lege wirklich Wert auf die. Hier zum Abschluss dieses Bereichs auch nochmal ein Text, der Aurora ziemlich gut zusammenfasst. Sie war am Anfang nur ein kleines Wulpix, war sie am Anfang, das ihren Träumen hinterhergehinkt hat. Aber sie hat nie aufgegeben und es so geschafft, ihre Familie und am Ende auch Kel zurückzubekommen. Auf Deutsch, im Prinzip ist sie eine generische Protagonistin, aber das braucht man halt manchmal. Ja. Ich glaube, man merkt, dass ich, wie gesagt, ich finde Aurora jetzt keinen schlechten Charakter oder so, aber ich hätte sie jetzt nicht in meine Top 3 gesetzt, für mich persönlich. Wisst ihr, ich, ach, ich habe ehrlich gesagt schon halbwegs vergessen, was ich selber gewotet habe, aber ich habe auf jeden Fall Epsilon auf die 1 und Kel auf die 2 gewotet. Ich glaube, ich hatte ich nicht sogar selber, nee, Monagoras hat gar keinen dritten Platz. Ich guck gerade, was hier für Charaktere stehen und vor allem, welche davon richtig geschrieben sind. Ich glaube, ich habe selber Aurora auf den letzten Platz. Nee, die Begründung steht davon wem anders. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich selber gewotet habe. Epsilon habe ich aber, glaube ich, auf die 1 gesetzt, tatsächlich. Ich müsste der eine gewesen sein, der sie oben hingesetzt hat. Monagoras Zweitplatzwort war, stimmt, ich glaube, ich war Monagoras Zweitplatzvote. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was ich selber gewotet habe. Ah, ja, doch, doch. Hier ein Charakter, über den ich noch nicht geredet habe in diesem Voting. Damit sind wir aber jetzt auch langsam mal fertig, über Aurora und Epsilon auf ihrem dritten Platz zu reden. Und gehen einen einzigen Punkt höher. Auf die 11 Punkte. Und machen damit die, ich sag's mal ganz ehrlich, relevanten Charaktere der Familie voll, weil Hagel gefühlt keine Auftritte hatte. Mit Marshadow. Marshadow auf Platz 1 ist, finde ich, auf Platz 2 ist, finde ich, sehr interessant, da er ein sehr konsistenter Charakter für euch zu sein schien. Er hat nämlich nicht eine einzige Erstplatzierung bekommen und ist trotzdem Platz 2 geworden. Das liegt daran, dass er wirklich 1, 2, 3, 4 Zweitplatzierungen hatte und dazu dann nochmal 3 Drittplatzierungen. Er hat wirklich in den etwas loweren Votes sehr gut abgeräumt. Auch hier habe ich wieder ein bisschen
Interpretationsfreiraum gelassen und Mashedu als M-A-S-C-H-E-D-O als Mashedu gedeutet. Genauso wie ich Machelo als Mashedu gedeutet habe, weil ich einfach nicht weiß, wer es sonst sein sollte. Well, ich weiß, das ist eine super Begründung. Aber ja, Mashedu wurde sehr oft erwähnt. Mit seinem Plot-Twist, den er so ein bisschen hatte als Auroras Bruder. Auch mit dem Plot-Twist der Plot-Elite, den ich persönlich... Ich sag's, wie es ist. Wenn ich diese Geschichte nochmal schreiben würde, würde ich wahrscheinlich den Part zwischen dem Seelenvirus-Battle und der Begegnung mit dem Autoren. Ich würde wahrscheinlich einfach diese Begegnung mit der Plot-Elite rauscutten ohne Ersatz, weil es für mich mit Abstand der schlechteste Teil ist, aber was auch öfter gesagt wurde, einfach seine Schattenreise und vor allem seine Schattendoppelgänger im Ligakampf haben Mashedu einige Punkte eingebracht. Natürlich kann hier auch wieder sein, ich finde ihn cool und seine Backstory war auch nicht schlecht, könnte Mashedu sein. Er war wirklich ein sehr konsistenter Charakter für euch anscheinend. Okay, hatte ich nicht unbedingt so erwartet. Ich dachte nicht, dass ihr ihn schlecht findet oder so. Ich hatte gedacht, er kriegt vielleicht schon so den einen oder anderen dritten Platz, aber ich dachte nicht, dass es reicht für die Top 3. Und damit kommen wir zu Honorable Mention. Und zwar hatten wir, wie gesagt, Monagoras mit 5 Punkten auf dem 5. Platz oder 6. Platz, wenn man sagt, Aurora und Epsilon sind ja 2, das heißt, nach diesem 3. Platz kommt die 5. Auf jeden Fall haben wir noch Endynalos, den ich auch selber auf Platz 3 von mir gesetzt habe, der aber auch noch drei andere dritte Plätze erhalten hat. Warte, habe ich falsch gezählt? Ich sehe einen ersten Platz für Endynalos. Ich habe gerade Epsilon, weil es mit Y geschrieben war, als Endynalos gezählt. Vergesst es. Ja, Endynalos mit 6 Punkten. Einmal wurde auch spezifisch geschrieben in Zeta Endynalos, was ich einfach zusammengezählt habe aus offensichtlichen Gründen. Ja, Mitglied der Plot-Elite, offensichtlich euer Lieblingsmitglied, außer man zählt jetzt eben Mashedu effektiv, was ich ehrlich gesagt nicht wirklich tue. Ich persönlich habe mir auch selber auf Platz 3 gewotet. Endynalos war so der recurring Boss-Character der Geschichte einfach. Es war der häufigste Boss-Gegner, soweit ich weiß, im Verlaufe der Handlung. Was eben daran lag, es gab einmal das Battle ganz am Anfang, das längste Boss-Battle, was ich je geschrieben habe, glaube ich. Das allererste Treffen mit Endynalos im Turm. Dann gab es Endynalos und Amagaga, wie sie zusammen an der Klippe gekämpft haben. Auch wenn Endynalos da nicht viel gekämpft hat, aber das war sein zweiter Auftritt. Dann gab es Zeta Endynalos vor dem Treffen mit den Autor und Zeta Endynalos Ultima Maxima Zeta in der seltsamen Dimension. Er war wirklich ein recurring Character. Seine Motivik war eine, bei der ich wirklich nicht wusste, was ihr davon haltet. In den Begründungen, die ich sehe, wurde die auch nicht erwähnt. Weil er ist nun mal geschaffen aus Plot, nur kreiert, um Epsilons Anweisungen zu folgen. Und auch nachdem diese gescheitert ist, versucht er weiter, einem Ziel zu folgen, was sie selber nicht mehr unterstützt. Und dabei verbindet er sich selbst mit dem Seelenvirus. Aber letztlich musste auch er einsehen, dass die Zeit dafür rum ist. Und am Ende der Geschichte war auch er trotz seiner tollen Kräfte durch Amagagas Tränke
Nur noch ein normales Pokémon, das in der Welt lebte. Und Platz 4 dieses Rankings. Und damit kommen wir zu Platz 1. Und ich glaube ehrlich gesagt, spätestens jetzt, wo ihr die anderen Plätze kennt, wisst ihr, wer sich auf Platz 1 befindet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Das Problem ist, Machado mit seinen 11 Punkten ist auf Platz 2, Aurora und Epsilon ihre 10 Punkte auf Platz 3. Unglaublich knappes Voting. Und Platz 1 hat gerade mal 24 Punkte. Kell hat mehr als doppelt so viele Punkte bekommen wie Platz 2 des Votings. Und ich habe nicht gedacht, dass ihr ihn in eure Top 3 packt. Was eventuell ein Grund ist, warum mich das ankotzt. Wie hab ich euch so schlecht gelesen? Ich glaube, das Problem bei meiner Schätzung war wirklich, dass ich am Anfang der Geschichte, gerade so im Bereich um Kapitel 10, wo er Aurora im Stich gelassen hat, in den Kommentaren schon durchaus Unmut gegen den Charakter gesehen habe. Und nicht erwartet hätte, dass dieser Unmut sich im Verlaufe der Geschichte so sehr abbaut. Aber Kell hat ganze 6 Erstplatzierungen auf die 13 Votes bekommen. Doch, 13 Votes. Ganze 6 Erstplatzierungen. Dazu noch 3 Zweitplatzierungen. Eine Drittplatzierung hatte er nicht. Braucht er aber auch nicht. Er hat ja schon von fast allen, die mitgemacht haben, einen Vote in den Top 2 bekommen. Ihr habt Kell als Antagonisten anscheinend geliebt. Ich möchte mir mal ein paar Sachen angucken, die hier stehen. Ich mag diese Begründung hier. Ich zitiere Arcani. Das war die Begründung. Hier, die Story zu Kell ist einfach nur geil. Auf Platz 1 muss ich da mehr gucken, das war auf Platz 2. Seine Entwicklung ist einfach krass. Ich habe gerade kurz gesagt, ja, die Charakterentwicklung ist, glaube ich, gemeint. Nicht die Offscreen-Entwicklung zum Arcani. Und das Ende mit der Trennung von Aurora und ihm ist einfach rührend. Ja, natürlich habe ich versucht, im Verlaufe der Geschichte so mehr und mehr diese Verbindung zwischen den beiden aufzubauen. Auch etwas, auf das ich mehr im Cut-Story-Arc-Video eingehen werde. Ursprünglich war geplant, dass ich ausnahmsweise mal keine solche Liebesgeschichte einbaue, auch wenn ich das gerne mache, weil es mir eben vorhersehbar schien und ein großes Ziel von Plotkrieg war, das nicht zu sein. Am Ende konnte ich es dann doch nicht lassen, aber letztlich, er hatte wirklich die größte Charakterentwicklung. Am Anfang der Geschichte war er wirklich einfach ein Arschloch, was soll man sagen? Aber gleichzeitig hatte er auch seine Gründe dafür. Und er hatte wirklich viel zu tragen. Hier steht es auch, weil er mit sich selbst zu kämpfen hat. Klammer auf, Verwandlung zum Feuerdämon, Klammer zu. Natürlich, die Verwandlung zum Feuerdämon, Epolyxus, welchen ihr noch genauer kennenlernen werdet, hat sehr viel damit zu tun. Aber natürlich ist es nicht nur das, sondern auch eine erlogene Vergangenheit, die er gar nicht erlebt hat, aber deren Last er trotzdem durch sein gesamtes Leben, was er nun in der Pokémon-Welt hat, mit sich tragen muss. Eine Hintergrundgeschichte, die zwar nicht wahr ist, aber ihn trotzdem immer weiter begleiten muss. Was konnte hier noch stehen? Ich denke sehr stark, dass hier ist Kell. Ich konnte mich immer richtig in seine Lage versetzen und ich habe bei seinen Kämpfen immer für ihn mitgefiebert. Er war einfach der, der am menschlichsten gewirkt hat. Und dieses Menschlichste ist wirklich so, glaube ich, ein Stichpunkt. Kell war im Vergleich, das ist so eine Sache, die ich an anderen meiner Protagonisten nicht mag.
Ja, Thunder aus Never Alone hat auch einen derartigen Ansatz gehabt. Aber ich fand Kell doch persönlich auch deutlich sinnvoller umgesetzt. Und dann gab es so einen Günther und einen Lord Ecke in der Walross-Edition. Das waren klassische Protagonisten, die gefühlt keine negativen Eigenschaften hatten. Okay, Lord Ecke hatte im Verlauf der Walross-Edition mehr als genug negative Eigenschaften, aber darüber reden wir jetzt nicht. Aber so ein Günther zum Beispiel, der hat einfach diese negativen Eigenschaften nicht wirklich gehabt. Kell hingegen war tatsächlich menschlich. Auch wenn diese Bezeichnung ein bisschen ironisch ist, da das ja gerade seine Wendung am Ende ist, dass er nie ein Mensch war. Und trotzdem ist er eben der menschlichste Charakter. Hier steht zum zweiten Mal die Begründung Akani. Auch wenn etwas mehr drumherum steht, wegen seiner Geschichte und ich mag Akani sowieso. Ja, Kell hatte wirklich viel in der Geschichte. Er hatte die größte Rolle im Prinzip. Und er hatte definitiv die leidensvollste Rolle. Ja, natürlich hat Epsilon auch sehr viel durchgemacht, durch das sie im Prinzip irre geworden ist. Aber in der Geschichte, Kell hatte deutlich mehr. Epsilon, ja, war natürlich vieles einfach davor, aber sie hat auch einfach nicht so gut standgehalten, muss man sagen. Sie hätte ihr eigenes Schicksal durchaus stark ändern können. Was ihr vielleicht irgendwann mal sehen werdet. Ist das etwa ein kleiner Teaser? Wer weiß. Und ja, deswegen, trotzdem hat er weiter gekämpft gegen seine Zweifel dann an über die Zeit hinweg. Und am Ende, obwohl es immer schlechter für ihn schien eigentlich, ich will es eigentlich nicht Höhepunkt nennen, weil es für Kell der Tiefpunkt war, als dann der Moment kam an der Klippe, nachdem Epsilon offenbart wurde und der letzte Friedensabend geendet hat. Aber gleichzeitig war das der Moment, in dem er sich eben einen Entschluss fassen konnte und wirklich voranschreiten. Und auch der Punkt, an dem die Liebesgeschichte wirklich begonnen hat, wie ich sie gemacht habe. Und ich sehe gerade, wie zur Hölle habe ich 40 Minuten geredet. Ich dachte, ich wäre eine Viertelstunde drin. Dann würde ich aber wirklich auch sagen, wie ihr seht, meine Schätzung für eure Votings war nicht akkurat. Kell hat gewonnen und es war nicht knapp, nicht im Ansatz. Und das sind eure Lieblingscharaktere von Plotkrieg. Aurora und Epsilon beide auf der 3, Machado auf der 2 und eindeutig Kell auf der 1. Danke, dass ihr bei Plotkrieg dabei wart. Das Hörspiel Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg mag rum sein. Doch Plotkrieg als eine Art neues Mini-Franchise meines Kanals ist noch lange nicht rum. Die Spezialepisoden kommen noch. Ich habe ja eventuell schon geteased, dass ich auch noch was anderes damit vorhabe. Also dann. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Plotkrieg hören. Und bis zum nächsten Video. Morgen erscheint eine Spezialepisode, wenn alles klappt. Ich nehme das Ganze hier über eine Woche vorher auf und weiß noch nicht, ob ich die Spezialepisode fertig kriege. Egal.